Willkommen zu einer Runde Team Deathmatch. Ich wollte mal so ein bisschen was sagen, weil ich wollte halt eigentlich so in den Ferien und so unheimlich viele Videos machen und sowas und halt auch ein bisschen so dafür sorgen, dass wenn ich in der Schule wieder Stress habe, dass ich da halt irgendwas habe, was ich hochladen kann, halt dass ich da irgendwas vorproduziert habe. Aber das Problem bei mir ist so ein bisschen, dass ich entweder mit den Aufnahmen nicht zufrieden bin, dass ich zu inkompetent bin, die Aufnahmen zu schneiden, beziehungsweise dass ich teilweise auch einfach keine Lust habe, die Aufnahmen zu schneiden, beziehungsweise keine Lust trifft nicht so ganz, aber dass ich irgendwann, wenn ich zum Beispiel ich habe ein 40 Minuten Matchmaking mit Paul aufgenommen. Ich habe für die ersten 5 Minuten Edit habe ich irgendwas um die 2 Stunden gebraucht. Also für die ersten 5 Minuten fertiges Video, sage ich jetzt mal. Guten Abend. Und ich habe das Video bis heute tatsächlich noch nicht fertig geschnitten, obwohl ich damit Anfang der Ferien irgendwann begonnen habe. Da werde ich dann halt irgendwann, habe ich dann halt auch gar keinen Bock, das zu schneiden. Weil es halt einfach sau viel Arbeit ist und ich keinen Bock habe, meine kompletten Ferien mit Schneiden zu verbringen. Und by the way, was mir gerade so auffällt, so geistig, bei den Resonanzen, die ich teilweise bekomme, sind es mir dann auch manchmal so meine halben Ferien mit Schneiden zu verbringen und teilweise für jedes Video 4, 5, 6, 7 Stunden zu schneiden, ist es mir dann teilweise auch echt einfach nicht wert. Also schreibt einen netten Kommentar. Und leid. Ich habe in der Theorie Rohaufnahmen, die nix 0815-mäßige sind. Die ich schneiden könnte, gerne schneiden würde und so weiter, sage ich jetzt mal. Solche Aufnahmen habe ich noch, habe ich Rohmaterial bestimmt, 4-5 Stunden. Zweite Runde auf der größten AIDS-Map in diesem gesamten Game und ich habe leichte Lags. Ich weiß aber nicht, warum ich Lags habe. Naja. Sieht man aber in der Aufnahme, sieht man Lags nie so krass, deshalb sollte ich damit leben können. Und wie dem auch sei, wenn ich, wie gesagt, so für die ersten 5 Minuten zum Beispiel, habe ich mal auf ganz entspannt 2 Stunden gebraucht. Ich gehe mal davon aus, dass ich, also für die restlichen Sachen, die ich bisher habe, habe ich nicht ganz so lange gebraucht. Aber wenn ich die ganze Zeit das Zeug schneiden würde, das wäre halt eine Sache, wo ich bestimmt, wenn ich die 5 Stunden Videomaterial wegschneiden möchte, bestimmt 20, 25 Stunden dran sitze und dafür sind mir dann halt einfach irgendwo meine Ferien zu schade. Das ist es halt einfach. Ich habe wieder angefangen zu streamen. So eine Art, sage ich jetzt mal. Also ich habe gestern wieder das erste Mal wieder gestreamt, seit ziemlich langer Zeit sogar. Ich glaube sogar seit 3 Wochen oder so. Oder 2 at least. Und das war eigentlich sogar einigermaßen entspannt, war ziemlich spät, aber da ich tatsächlich wieder mich mit Tim, sagen wir mal, wir haben unsere Streitigkeiten einigermaßen geklärt und wir zocken in letzter Zeit mal immer mehr wieder mal zusammen und warum habe ich eine Pumpgun ausgerüstet, wäre jetzt so meine Frage an der, ne, da behalte ich doch lieber die Pumpgun, diese Waffe, ohne Witz, das ist die schlechteste Waffe im fucking Game. Ich würde lieber ohne Waffe spielen als mit der Waffe, ne? Schaut super gerne dann auf meinem Twitch vorbei, da werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit wieder einigermaßen aktiv Streams kommen. Da das Video hier jetzt weniger aufs Gameplay fokussiert war, werde ich jetzt glaube ich auch nicht die Runde noch zu Ende machen. Dann würde ich sagen, lasst mir doch super gerne einen netten Kommentar da, Like, Abo und alles was es gibt und so weiter. Diese Waffe ist viel zu overpowered, generell ist BO4 viel zu unbalanced, finde ich persönlich. Ciao.